Wir dürfen jetzt. Moin Leute, uns beide kennt ihr wahrscheinlich. Ufuk mein Name, Betreiber der Joomla Agentur. So. Stefan mein Name. Hab auch ein paar Firmen. Einige. ganz kurze Übersicht zu dem Tag heute, was wir machen wollen. Also, wir wollen ganz schnell, wir haben gestern ganz einfach mal Dynamic Content so ein bisschen eingerichtet, damit wir euch das zeigen können. Ja? Dann haben wir Filtermöglichkeiten eingebaut, so zwei verschiedene Varianten, dass man Filteransichten hat mit Usium Pro, gestaltet mit Usium Pro. Dann wollen wir euch ein bisschen Zoolanders Essentials zeigen. Ja? Dann wollen wir euch Articles viel zeigen, weil das auch was Bestimmtes kann. Und wir wollen eigentlich relativ schnell damit durch, damit ihr dann loslegen könnt. Und wir gucken mal, was wir noch so euch zeigen können. Ja? Also wir machen das mal Schlag auf Schlag, oder? Genau. Ja, hau raus, komm. Ja. Frontend, Backend. Mach mal Backend. Wir sind Backend, da. Okay. Also Usium direkt. Genau, Usium installiert. Dann können wir das direkt hier erreichen. Also wir zählen auch nicht, wie wir komplett angefangen haben. Jetzt müssen wir mal damit anfangen. Ne, du musst eigentlich das Backend zeigen, ne? Wie wir. Oder ich sag mal, was wir machen wollten. Wir haben, wollten eine Mitarbeiterliste anlegen und die sollte dynamisch befüttert sein. Also wir gehen nicht in den Page-Builder und sagen, hier ein Grid, und wir sagen nicht, hier mach einen neuen Eintrag und schreiben da rein, was es ist, sondern wir legen eine Kategorie Mitarbeiter an, kannst mal zeigen. Genau. Dann haben wir in der Kategorie Mitarbeiter drei Beiträge, kannst du auch mal aufmachen. Das sind wir drei. Und dann klick mal auf einen Beitrag. Du, ich und... Und Daniel Koch irgendwie, okay. Ja. Klick mal auf irgendeinen Beitrag bitte, damit die auch noch sehen, was wir da drin gemacht haben. Da haben wir einen Reiter Details. Gut, wir haben mit einem Beitragstitel angefangen. Genau, Beitragstitel. Dann ein paar Custom Fields dazu gebaut. Ein paar Custom Fields, wie ihr sehen könnt, ja. Und haben gesagt, Position ist Chef, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Bild, was noch, ganz unten ist auch was. Und Beitrittsjahr, das habe ich gerade eben gemacht. Das ist der zweite Filter. So. Und diese Daten wollen wir jetzt dynamisch abholen. Das kannst du jetzt mal in Usium Pro zeigen. Dafür haben wir mit Usium Pro. Klick mal auf Mitarbeiter. Das hast du jetzt schon gebaut, okay. Genau. Gehst du auf die Vorlagen links. So, man kann in Usium Pro Vorlagen anlegen, also quasi Templates im Template. Klick mal bitte auf den Bilder bei Mitarbeiter. Und gehe eigentlich nur auf das Grid, wo wir drei sind, mit dem Datenbank-Symbol. Wie ihr seht, sind da jetzt nicht irgendwie drei irgendwelche Einträge, sondern ein einziges. Das ist unsere Source, dem sagen wir bei erweitert, hol bitte alle Beiträge ab, die zu diesem Menüpunkt gehören, weil wir haben einen Kategorie-Block-Menüpunkt. Ja? Und da haben wir das eingestellt und gesagt, hol uns die Artikel ab. Und jetzt gehen wir auf Inhalt. Und dann könnt ihr jetzt sehen, wir sagen dynamisch da oben, da drüber, hol uns bitte einen Titel ab. Der Titel ist unser Name, ja? Der Beitragstitel. Ja, genau. Und dann haben wir noch im nächsten gesagt, hol uns die Position ab. Das kann man jetzt nicht sehen. Scroll mal bitte runter auf der rechten Seite. Genau, holte auch ab. Und bei Inhalt kannst du noch Beitrittsjahr jetzt zum Beispiel auswählen, dynamisch. Bei Note. Ja, genau. So, und ihr habt wirklich auf alle Joomla Core Artikelfelder Zugriff, die ihr dann dynamisch abholen könnt, zum Beispiel auch Created oder Alias oder sonst was. Und zusätzlich alle Extrafelder, die ihr habt, habt ihr auch da zur Verfügung. Also ihr könnt wirklich dynamisch jetzt aus dem Beitrag die Sachen abholen und die werden da unten hinzugefügt. Das habt ihr jetzt nicht hier eingegeben, sondern bei den Beiträgen. Ja, das ist schon Dynamic Content im Core. So funktioniert das. Kann man die Daten quasi auch aus dem Kontaktformular rausholen, was bei Joomla geht bestimmt, aber das geht mit Zoolander Essentials. Also, ja, nee, aber ja. Ich meine jetzt hier, so, darüber geht es nicht, dass die werden nicht angezeigt, die Kontaktinformationen. Nee, dynamische Konten eigentlich. Ach, du meinst Joomla-Kontakt, doch, die kannst du abholen. Ja, die kannst du abholen. Dafür gibt es. Du brauchst ja keinen extra Beitrag anzulegen, dann kriegst du ja die Information quasi aus dem Kosten. Stimmt, ging auch. Also, Joomla hat ja die Kontakte-Komponente, auch dafür haben die eine Source. Du könntest sagen, holen wir bitte aus Kontakte, zum Beispiel Mitarbeiternamen und so weiter. Wir haben es mit Beiträgen gemacht, ja. Genau. Das ist eine. Was ich jetzt gerade mal gemacht habe, unten den Link, also um auf die Detailseite zu kommen, noch verknüpft. Und weil ich den vielleicht nicht ausgegeben haben möchte, kann ich hier über die Einstellung gehen und sage, unten bei Link, weil ich das nicht so schön finde, wenn da irgendwie ein Button ist, ich will das Ganze vielleicht verlinkt haben, nehme hier einfach das Read More raus und sage dann bei
ich möchte das Panel verlinken. Jetzt nimmt er den Link, der quasi in dem Linkfeld nimmt, und packt den hinter dem Panel. Und dann kann ich jedes Panel-Element quasi auswählen und komme auf die Detailseite. Hast du eine Detailseite gebaut? Nein. Aber das ist jetzt Dynamic Content tatsächlich ein Core. So funktioniert das und so einfach ist das. Also ihr legt eure Beiträge an, definiert ganz viele Custom Fields. Das könnten zum Beispiel Autos sein, das könnten Mitarbeiter sein, das könnten irgendwelche Produkte sein, das könnten Rezepte sein, das könnten irgendwelche Tierseiten sein, wo ihr eure Pferde irgendwie mit Alter und sonst was eingibt. Und dann macht ihr euch eure Übersichten. So, das ist quasi Dynamic Content. Fragen dazu? Ja. Wenn du jetzt die Firma verlässt, weil du lieber Podcast machst oder sowas, Beitrag an Publish und du brauchst. Genau, das können wir mal machen. Info ist jetzt weg. Ah, du musst im Backend. Wir haben es noch gar nicht. Ja, genau, das Layout haben wir noch nicht. Sehr schön. Ist das vielleicht ein Feature, was... Geh mal auf Vorlagen. Ja, genau, und Mitarbeiter und Template mal aktivieren. So, jetzt sind es nur noch zwei. Also der Beitrag ist jetzt nicht mehr da. Fertig, aus. Ja. Jetzt ist er deaktiviert. Also die nutzen ja auch die Joomla, das Joomla-Modell. Also die machen da ja nichts Eigenes. Der holt das ja direkt von Joomla ab. Was natürlich ein ganz netter Feature-Request wäre, wo die alle schon hier im Raum sitzen, wenn der UVOG jetzt... Ging es eigentlich auch bei Custom Fields? Ja, ja. Also genau, Custom Fields gerade. Der integriert alle Felder von den Custom Fields und die kannst du auswählen als Dynamic Content. Was machst Wir du? Wir haben keinen Veröffentlichung drin, ne? Also mal kurz mal reinmachen. Ich bin jetzt die ganz schlaue Teamassistentin. Der UFO fängt am 1.10. an bei uns. Ich möchte den... Du könntest bei Dynamic Content könntest du auch festlegen, in welcher Reihenfolge das sortiert wird. Ne? Kannst du ihm auch sagen, ob die Mitarbeiter halt verbindet. Bei Kategorie Block machst du es anders. Da machst du es tatsächlich über den Menüpunkt. Ja, also Kategorie Block ist tatsächlich so, er holt sich das, so wie es Joomla ausgeben würde. Man kann sogar eine Pagination einbauen. Also dafür gibt es auch ein Element. Wenn man sagt im Kategorie Blog-Menüpunkt, du hast nur 10 Stück, aber du hast 100 Mitarbeiter, dann kannst du unten die Pagination einbauen von Newseam und dann kannst du dich auch klassisch da durchklicken wie ein Joomla. Das nutzt du genauso für Blogbeiträge und sonst was. Genauso. Das ist dann ein Punkt, den ich auch erst irgendwann kapiert habe, dass die Paginierung eben nur funktioniert, wenn du eine Kategorie Blogseite hast und ein Template verwendest. Wenn du einen einzelnen Artikel machst und dann das Grid reintust und dort Dynamic Content reinlädst und dann die Paginierung, das Paginierungselement dazu tust, dann geht es natürlich nicht. Ne? In dem Moment stehen ja die Daten nicht zur Verfügung. Genau, genau. Stefan, was hältst du davon, wenn wir nicht so sehr ins Detail, einmal grob und dann können wir denen auch alles zeigen, was sie wollen. Dann lass mal Filterung zeigen jetzt. Also, es gibt ein Modul, das nennt sich JL Content Fields Filter. Und normalerweise kann man in Usein Pro nichts filtern oder hat keinen Alpha-Index, sonst was. Jetzt habe ich das mal ganz einfach rechts eingebaut. Ihr hattet ja in den Extra-Feldern gesehen, wir haben diese Positionsfelder gehabt und da konnte man auswählen, ob jemand Chef, Entwickler und sonst was ist. Und klick mal bitte auf Chef zum Beispiel. Eigentlich bräuchte man den UFO wieder, ne? Weil der ist, glaube ich, der Chef. Ich bin der Chef? Ja. Sehr gut. Ach, das wollte ich sagen, okay. Jetzt klick mal zum Beispiel auf Chef. Dann werde ich sofort. So, das ist jetzt, wir haben extra nur eins eingebaut, jetzt bauen wir aber noch ein zweites ein. Und dann kann man auch sehen, wie das eingerichtet wird. Also, dieses JL Content Feeds Filter installiert ihr einfach, ist ein Modul plus Plugin. Und dann gehst du mal auf bitte die Extra-Felder einmal. Schließen einfach komplett. Dann hier Inhalt links und dann Felder. Dann nimm mal das Beitrittsjahr bitte. Und da ist dann ein neuer Reiter Filtering Params. Und da sagst du bitte View in the Filter ist doch schon eingestellt. Geh mal oben und statt Text mach mal da List oder sowas. Nee, keine Ahnung, warum geht das nicht? Du hast es gebaut. Das war schon drin. Das war schon drin, aber sonst. Ach, war das da drunter? Ach, dann habe ich schon aktiviert. Aber so würde man es einrichten. Also ihr könnt jedes extra Feld, was ihr in Joomla habt, ja, könnt ihr in die Filtering Params gehen und sagen, ach ja, da kannst du jetzt auch nochmal Beitrittsjahr eingeben zum Beispiel. Dann 2009 steht ja bei mir. Nee, 2009. Ja, aber wenn ich 10 eingebe, finde ich nicht. Ja, selbstverständlich. Ja. Warum soll ich 9 eingeben, wenn du... sehe ich ja schon. Genau. Und damit kann man tatsächlich filterbare Oberflächen machen. Jetzt haben wir heute noch mitbekommen, dass der
Assis, glaube ich, Sakis auch was hat. Das habe ich dann ganz schnell gemacht, obwohl ich keine Ahnung hatte. Das ist bei, und dann musst du auf das nächste klicken, Mitarbeiter Results. Und dann musst du einmal die Kategorie Mitarbeiter, ich habe es echt noch nicht drauf, deswegen. Bei dem ist das nochmal eine Runde, klick drauf, genau. So, auch bei dem ist es wirklich möglich, filterbare Ansichten zu machen. Ist komplett anders wie JL Content Feeds Filter. Sieht insgesamt netter aus und robuster aus. Ich weiß noch nicht ganz, wie das funktioniert. Aber der weiß zum Beispiel, wie viele Chefs es gibt und so weiter. Ne? Das kann zum Beispiel das andere Tool gar nicht. Und auch hier kannst du wieder mit Using Pro alles designen, so wie du willst. Ja, also ihr könnt quasi mit Using Pro, also was weiß ich, wenn ihr Ferienhäuser vermietet, dann könnt ihr Ferienhäuser damit gestalten. Und beim Sakis würde Chef zum Beispiel, wenn du deaktiviert bist, wäre hier Chef gar nicht zur Auswahl, weil es dann keins gibt. Genau, das kriegt das JL Content Feeds Filter auch hin. Da war trotzdem Chef zur Auswahl, obwohl du gar nichts. Genau, genau. Eine Frage, Frontend, ist das ein Post oder ist das ein Gap? Das heißt, habe ich die Filter oben in der URL? Das kannst du einstellen bei dem JL Content Feeds Filter, ob es ein Post oder Get sein soll. Okay. Hat auch Ajax das nicht funktioniert. Da will ich mal mit den News-Team-Jungs nachher mal drüber gucken. Vielleicht kriegen wir das hin. Und bei dem weiß ich es gar nicht. Das sieht man ja wahrscheinlich im Link. Sakis, der hat es in der URL. Der hat die komplette, also wenn du mehrere Filter, kannst du Filter kombinieren und der hat die komplette Filterauswahl in der URL drin. Und kannst du nicht kannst einstellen. Nein, du kannst, das Gute ist, du kannst zurückgehen, nämlich wenn du in den Beitrag dann reingehst, du kannst mit Back, kommst du zurück wieder zu genau der Auswahl, die du hattest. Also wenn du mehrere kombiniert hast, hast du die komplette Auswahl in deiner URL drinnen, was halt relativ praktisch ist, weil deine Suchanfrage nicht verloren geht, wenn du mit Back zurückgehst. Das hat man da jetzt sich doof hin und her klicken muss und Mitarbeiter auswählen muss, das ist meine Schuld, weil ich es nicht richtig eingerichtet habe. Also ich habe es nicht geschafft. The difference between JL-Filter and J-Filter is J-Filter uses Smart Search to do everything through your bound group and JL-Filter uses just content and it has sort of override for the content model. Ja, also ich kann das auch auf Deutsch erklären. JL Content Feeds Filter kopiert tatsächlich das Joomla Content Modell einmal in sein Plugin rein und überschreibt es durch die eigenen Queries, die man benötigt, um filtern zu können. Ja, und deswegen ist es super Joomla nah und du musst da nichts einrichten. Also du musst nur sagen, du extra Feld kannst auch filtern. Bei dem von Blue Coder, also das, was wir jetzt hier sehen, das ist eine eigene Komponente mit ganz vielen Optionen und ich bin da echt noch nicht durch, deswegen kann ich. Ja, okay. Okay, ist auch Core, hat aber eine Oberfläche irgendwie, wo man noch ganz viel mehr einstellen kann als das JL. Und ich muss sagen, JL wird, glaube ich, nicht so intensiv entwickelt, weil die verdienen damit kein Geld. Also kann man aber ausprobieren. Ich finde, jetzt machen wir noch den nächsten Schritt. Wir haben noch eine Bildergalerie gebaut, eine ganz einfache, mit dem Subform-Field, um das auch nochmal kurz zu zeigen. Ja, bitte. Also, wir haben eine Kategorie wieder angelegt, die heißt wahrscheinlich Bilder oder sowas, ne? Der Bildergalerie, da haben wir einen einzigen Beitrag drin. So, und dann geht man auf Galerie und wir haben ein Repeatable Subform gemacht und haben definiert, du Repeatable hast ein Bildfeld und nochmal ein Textfeld dahinter. Und dann haben wir die hier eingegeben, Stück für Stück. Ja, auch sowas ginge. Also dann können wir jetzt in Using Pro sagen, gehen wir auf Bilder, genau, Galerie. Das ist jetzt wieder einfach ein Eintrag, der als Dynamic Content genau gefüttert wird. Mit aber der Daten. Unterschied ist jetzt, nee, da musst du auf den Beitrag klicken. Nee. Der macht das echt schlecht, ne? Nee, sorry, Entschuldigung. Neues System kennen wir nicht aus. Ja, also, gerade haben wir ja nur gesagt, hol was aus dem Artikel ab. Und diesmal können wir aber sagen, wir haben da eine Quelle für mehrere Elemente drin. Unser Subform-Field, das ist da drunter. Klick mal da drauf. Und da haben wir die Galerie ausgewählt. Jetzt haben wir nur auf das Subform-Field Zugriff und können diese wiederholenden Sachen extra nochmal als Dynamic Content abholen und klick mal auf Inhalt. Zum Beispiel auch noch filtern, hat keinen Alt-Text oder so. Ja, genau. Und da haben wir wieder das Gleiche gemacht, aber jetzt, wenn du auf dynamisch klickst, haben wir deutlich weniger zur Verfügung, sondern nur diese beiden Felder, die wir gerade hatten im Subform-Field. Einmal die URL und Copyright, mehr nicht. Und so haben wir zum Beispiel eine Mini-Galerie gebaut. Und damit man das mal auch versteht, also das ist eine Form zum Beispiel der Anzeige, aber weiter unten haben wir das Gleiche nochmal. So zum Beispiel eingebaut. Und es sind dieselben Daten. Würde ich jetzt einmal ein Bild austauschen im Beitrag, würde es sich an beiden Stellen anpassen. Und was nicht ganz stimmt. Natürlich. Da gehen wir ja auf Dateien.
Ach, hier holen wir das. Okay, das ist wieder eine ganz eigene Geschichte. Erzählen wir auch nochmal. Stimmt nicht. So. Okay, hier unten haben wir diesmal nicht gesagt, Joomla Artikel ist die Source, sondern wir greifen richtig auf einen Ordner auf dem Webspace zu und sagen, hey, hol mal Dateien vom Webspace ab. Ja, und hier, das ist der Ordner, wo du hin sollst. Er hat dann noch ein Filtering eingebaut und gesagt, nur JPEGs bitte in diesen geschweiften Klammern. Ja, und dann kannst du auch Dateien auf deinem Webspace direkt anzeigen. Hast auch auf eine Menge... Ich habe jetzt nur 6 und die aber zufällig. Das heißt, wenn ich da neu lade... Dann ändern die sich auch irgendwie, ne? Dann sind unten 6 andere Bilder drin. Und geh mal da auf dynamisch, wenn du jetzt auf Bilder gehst einmal, damit wir sehen, was uns da zur Verfügung steht. Also klick einfach mal auf dynamisch. Da hast du dann halt so Sachen wie Basename, Verzeichnisnamen, Dateityp. Also alles, was man aus einer Datei herausbekommen kann an Informationen, wird dann angeboten, weil da kein Joomla-Artikel dahinter steckt. Nimmt er alles, was in der Datei zur Verfügung steht. Ne? So, das wäre auch mal so ein Schnelldurchritt, was damit möglich ist. Übrigens, bei den Mitarbeitern habe ich ja gesagt, ich habe gestern schon von der Galerie erzählt. Ihr könntet auch zum Beispiel sagen, ich mache eine Kategorie Galerie, mache da ganz viele Unterkategorien oder Verschlagwortung und packe dann zum Beispiel für jedes Bild einen Beitrag rein und kann dann tatsächlich hier Galerien mit Pagination aufbauen, mit Kategorisierung. Da könnte ich auch sagen, hol mir dynamisch bitte oben diese Unterkategorien ab, zum Beispiel meine Pferde, meine Hunde, meine sonst was. Dann kann man das anklicken und hat sich quasi eine Galerie gebaut, ohne dass man da irgendwie eine Erweiterung bräuchte. Komplett dynamisch. Ja. Man muss natürlich relativ viele Beiträge anlegen, das ist das Ding. Aber das Geile wiederum, weil Usein Pro sich ja um die Bildersachen kümmert, die haben ja heute erzählt, wie geil die das machen, ja, mit den Verkleinern, Vergrößern, sagst dem Kunden, lade 4K-Fotos hoch und die machen den Rest. Ne? Also darum musst du dich auch nicht mehr kümmern. So. Ginge auch sowas. Okay, was haben wir noch? Du hast noch einen Essentials-Menüpunkt eingebaut. Ja, Essentials habe ich noch eingebaut, stimmt, hau mal rein. Das ist das mit dem TikTok. Jetzt sind wir eigentlich bei Zoolanders angekommen. Da musst du mal, geh mal, oh Gott, oh Gott. Aber ist ja egal. Hat schon 625 Views übrigens. Ich werde berühmt. Geh mal bitte zurück auf die Startseite von Usein Pro. Genau. So, Essentials. Warum ist das so? Warum sieht man nur die Hälfte von dem? Das ist auf der einen Zeichnung aber richtig drauf. Ah, okay. Ja, aber für uns hier. Ja, für uns jetzt. Also klick mal kurz auf Sources und auf Neu. Ihr könnt tatsächlich, hier seht ihr die Sources, die zur Verfügung stehen. Mit YouTube habe ich es nicht hinbekommen, danach habe ich es halt mit TikTok gemacht. Aber dann kannst du draufklicken, dich authentifizieren bei TikTok, ne? Dann gibst du dem halt die Rechte, dass er Videos abholen kann und so weiter, dann macht er das. Genauso geht das mit Google Sheet zum Beispiel. Ne? Man sagt hier, ich habe eine Google Excel-Datei mit ganz viel Mitarbeiterlisten, dann holt man die ab und genauso wie man es gesehen hat, gerade mit diesem dynamisch, ja, dann kann ich sagen, der erkennt die Tabellenspalte, ne, Überschrift und sagt, hier, nimm hier den Namen, mach da das hin und du kannst aus Excel-Tabellen zum Beispiel Mitarbeiterlisten generieren und die zentral bei Google verwalten zum Beispiel. Du könntest eine Seite bauen, ohne dass du Joomla-Content hast. Du Google Form nehmen, was Daten in Google Sheet und dann hast du direkt eine Ausgabe. Genau. Das ist das Zoolander Essentials, kostet glaube ich irgendwie 100 Tacken im Jahr, kann aber so eine Menge mehr. Also das sind einmal die Sources, das ist auch mal schnell Durchlauf und ihr seht, es funktioniert. Also ich habe ein Video, gerade einen Account gemacht, habe mich authentifiziert mit meinem Account hier. Und dann habe ich gesagt, hol dieses Video ab, geh mal in den Bilder rein, bitte. Geh in Grid rein, klick mal da rein und klick mal auf Dynamic irgendwo. Genau. Dann siehst du jetzt, was er alles abholen kann von TikTok. Ja, das sind die ganzen Sachen. Und ich weiß jetzt nicht, was ich alles abgeholt habe, was die Zahl da drunter ist. Ja, View Count. Tatsächlich 625, Leute. Ich sag, geil. Also das macht er bei YouTube da ein bisschen anders, weil YouTube wahrscheinlich andere Felder zur Verfügung hat, TikTok hat andere, also der ist auch total dynamisch damit. Das ist das eine, was damit geht. Geh mal zurück nochmal. Wie aktualisiert sich das dann? Also irgendwie fetcht er das, frag mich nicht. Also ich habe es heute zum ersten Mal gemacht, deswegen, aber es geht. Hä? Was? Ah, okay, geh nochmal zurück auf die Usein-Startseite. Wieder auf Essentials unten. So, dann haben wir das nächste, aber bei Sources wollten wir die Datenbank auch zeigen, ne? Klick mal bitte auf Source. Ach, das haben wir ja gemacht, ne? Mit der Datenbank. Okay, wir haben noch was vorbereitet. Wir haben eine eigene Source angelegt, da kannst du mal rein in meine Benutzer und haben gesagt, hol bitte aus unserer Datenbank, aus der Tabelle JOS Users, klick mal auf das Ordnersymbol,
Da sieht man auch alle Joomla-Datenbank-Tabellen, die es überhaupt gibt. Man kann irgendeine auswählen, ja. Wir haben Yoast Users ausgewählt und Primary Keys ID. Wir können sogar eine Relation hinzufügen und haben gesagt, hol uns diese Daten, die Benutzer ab. Sogar das Passwort könnte man abholen. Aber dann sieht man den gehashten Wert vom Passwort. Also auch sowas geht. Also ein Beispiel wäre, ihr nutzt zum Beispiel Joom-Galerie, ja, im Backend und sagt, ich will aber für die Ausgabe will ich gar kein Joom-Galerie mehr. Dann könnt ihr rein theoretisch sagen, ich hole mal alle Bilder von Joom-Galerie ab. Ja? Das ist immer noch mein Backend, um die Bilder zu verwalten, aber im Frontend kann man damit dann komplett eine Joom-Galerie-Frontend-Geschichte machen. Und die View von der Joom-Galerie würde nicht mehr verwendet werden. Ja? Also ihr könntet damit komplett Using Pro nutzen, um eigene Views zu machen, für ganz andere Erweiterungen. Ja? Also auch das, da gibt es bestimmt tausend Beispiele, mir fällt nichts ein. Aber ich habe das mit Veranstaltungen zum Beispiel gemacht. Also ich habe einen Veranstaltungsmanager und will aber die Views nicht von denen, sondern lade die Veranstaltungen in einen Grid. Genau, also wenn du sagst, ich habe die P-Kalender und sagst, das Frontend sieht kacke aus, ja, dann genau. Machst du im Backend damit deine Sachen rein, ja. Aber holst alles damit ins Frontend. Einen Kalender müsstest du dir noch bauen. Hä? Einen Kalender müsstest du dir noch bauen. Ja, wenn du es denn willst. Ah, okay. Sehr gut. Gehen nochmal. Also, das haben wir auch besprochen. Also, eigentlich können wir ein paar Sachen zeigen, die wir so gemacht haben damit. Können wir auch, aber lass uns erstmal da bleiben und dann machen wir das. Ich will auch mal was sagen. Übrigens, das ist tatsächlich so: Komponente entwickeln, eine Source für Using Pro erstellen, ja, und dann kannst du sagen, hier, ich biete meine Komponente als Source an und dann brauchst du kein eigenes Frontend mehr. Vielleicht lieferst du eine Layout-Datei mit, so als Beispiel maximal. Ginge. Wäre super, super geil, ja. Ich habe eine Frage, aber wir überschreiben die Google-Content. Ja. Ist es cached oder jedes... Ja, er cached tatsächlich. Ja, also das schafft er, das bewirbt er sogar, also auf der Webseite. Geh nochmal auf Essentials, bitte. Dann Layout-Libraries, das konnte ich jetzt nicht einrichten, weil er keinen Ordner anlegen konnte, aber geh mal einen drüber, einen runter. Klick mal auf New Library. Also und gib mal einen Namen, es wird nicht funktionieren, aber egal, dann sieht man das. Also, man kann hier sagen, speicher bitte meine Layouts, die ich erstellt habe, entweder lokal auf diesem Webspace oder bei Amazon S3 oder per FTP irgendwo ab. Das sind JSON-Dateien, die er irgendwo dann ablegt. Und das kannst du dann überall anders auch verwenden, das hatte ich schon erzählt. Dann kannst du dir deine eigene Layout-Datenbank aufbauen, so wie das im PageBuilder ja angeboten wird. Da kann man ja schon irgendwelche vorgefertigten Sachen nehmen. Man kann sich auch eine zentrale Layout-Datenbank aufbauen, wenn man so Essentials installiert hat. Also machst du was für einen Kunden, könntest du das bei jedem Kunden nutzen, wenn du das da eingerichtet hast. Es geht nicht. Also hier geht's nicht. Hast du alles ausprobiert? Ja, ich habe alles ausprobiert. Gut. Und SFTP wollte ich nicht. So. Permission denied, euer Server ist gut gesichert. So. Ne? If one of your customers is using this and they're using your data bank, they will see also the other things for other customers. Ja, yeah. Du kannst aber auch mehrere Ordner anlegen. Nicht nur eins, also könntest du mehrere Speicher, weil der bietet dir das dann auch oben als Reiter an. Also dann hast du My Layouts, Pro Layouts und sonst was und dann hast du noch diese zusätzlichen, die du angelegt hast. Okay. Das können auch 10 Stück sein, also nicht nur eins. Genau. Okay, dann Icon Collections erzähle ich nur kurz was dazu. Der hat so irgendwie 10 Open Source Collections drin. Das sind irgendwie 70.000 Icons, glaube ich, die er da irgendwie runterlädt auf dem Server. Sind 13. Hä? Das sind 13. Nee, aber die Icons zusammengenommen, also das sind so viele kleine Dateien. Wer dann Akiba Backup anwirft, hat richtig Spaß. Das dauert echt so. Okay, aber das müssen wir auch nicht zeigen. Aber letztendlich kann man die reinladen und die sind direkt integriert in Using Pro. Also ihr könnt überall diese ganzen Icons verwenden. Überall. Und das ist echt fett. Ja, Storages ist nochmal das Gleiche, Authentifizierung ist das Gleiche, da wiederholt sich das also. Hier sieht man die Storages, die man gemacht hat und darunter sieht man die Authentifizierung, die man gemacht hat. Und hier kann man auch nicht viel mehr machen, als Sachen aktivieren oder deaktivieren. Und jetzt würden wir nochmal kurz vielleicht zeigen, dass man diese Node-Geschichte vielleicht, ne? Ja, und dann sind wir auch mit Essentials durch. Ja, dann haben wir es geschafft, glaube ich. Wo magst du das machen? Geh mal auf Essentials, da können wir einen neuen, irgendwas Neues anlegen, Bilder. Kannst ja ein neues Element dazu ballern. Oh Gott, mein Bild, ey. Ich kann mich selber nicht sehen. Achso, die bringen natürlich auch noch viele eigene Elemente. Ach ja, also mit Zoolander kann man auch ein Formular bauen. Ja, ist integriert in Using Pro. Da machst du einfach eine Sektion, packst da deine Formular-Elemente rein und der Sektion sagst du, du bist ein Formular. Ja, das ist auch super einfach. Super einfach. Ist jetzt nicht so mächtig wie RS Forms zum Beispiel in der Ausgabe, PDF-Generierung und so kannst du nicht machen, aber
So für super einfache, saubere Formulare, fantastisch. Mehr ja, brauchst du eigentlich. Hat auch H-Capture als Alternative zu. Ja, H-Capture, ja. Hat es. Aber machen wir oben ein Grid-Element oder so. Ja, und dann klick da mal drauf. Und was holen wir? Eintrag. Was holen wir denn ab? Einmal von der Kategorie irgendwas vielleicht. Ne? Ja, mach mal Artikel. Ja, dann gehen wir auf Inhalt. So, jetzt können wir halt einmal sagen, holen wir bitte Sachen aus dem Artikel ab, so wie es Using Pro ja standardmäßig macht. Da holen wir bitte einen Titel ab oder so wieder. So, aber bei Inhalt holen wir jetzt aus einer ganz anderen Ecke was ab. Dafür müssten wir auf benutzerdefinierte Abfrage laufen. Ne? So, dann nimm mal irgendeine Kategorie, eine andere. Mitarbeiter zum Beispiel. Können auch einfach die Dings nochmal ausgeben, die Mitarbeiter. Zack. Ja. Macht er? Achso. Macht er nicht, ne? Wie ach doch, nicht? Ja, kannst jetzt auf die Mitarbeiter zugreifen. Ja, ne? Dann ist es jetzt eigentlich die. Ne, du hast dich verklickt. Müssen wir nochmal machen. Und Apply erstmal. Ja. Und jetzt was auswählen. Macht er nicht. Okay. Also. Ich erzähle es trotzdem, wir müssen das ja nicht jetzt perfekt hinbekommen. Letztendlich, normalerweise konnte man in Using Pro bisher, wenn man Zoolanders nicht verwendet, wenn man Artikel ausgewählt hat als Source, nur in diesem Artikel bleiben und nur die Sachen von diesem Artikel abholen. Durch Using Pro ist es möglich, pro Feld zu sagen, holen wir das jetzt tatsächlich. Essentials. Holen wir tatsächlich das aus dem Artikel, aber irgendwas anderes von wo ganz anders ab. Wie könnte man das denn gebrauchen? Ich weiß das gar nicht. Also dafür habe ich keinen Use Case. Aber nutzen kann man das bestimmt für irgendwas Geiles. Ne? So, ich habe es auch tatsächlich jetzt. Ich habe da keinen Use Case für. Weiß kann er auch nicht, oder? Hast du morgen gesagt. Ja. Okay. Du könntest Termine verwalten mit Google im Kalender abholen. Ja, stimmt. Man könnte. Und dann den Mitarbeiter, der verantwortlich stimmt, man ist könnte was andicken. Also angenommen, du hast eine externe andicken. Ressource, holst die Sachen ab, aber in Joomla in einem Beitrag speicherst du Zusatzinformationen dazu vielleicht. Dann kannst du sagen, ich mische das mal. Die Google Source und. Tabelle und halt meine Artikelinformation. Das würde gehen. Das kriegt man hin. Und dann noch eine Sache, glaube ich. Zoolander Essentials. Ja. You can also do database queries. Ja. So you can also probably get the users from the database, because ja. Normally you cannot show those users in the content. So ja. If you have an article, you can also use that as a source. Yeah, it's possible, ja. Und ich habe noch das Artikelfeld von Regular Labs installiert. Soll ich das mal kurz machen? Mhm. So. Schön, dass ich auf dem Video nachher da auf bin. Einfach noch. Also, wir müssen das mal ganz kurz einrichten. Das dauert, glaube ich, keine Minute. So, neu. Weil das passt zu den Mitarbeitern. Mitarbeiter. Auswählen nenne ich das mal. Und dann sage ich hier, das ist das Artikelfeld von Regular Labs. Ne? Also müsst ihr extra runterladen. Ach Gott, ich verklicke mich ja genauso. So, und dann kann ich hier noch ein paar Sachen einstellen. Mache ich auch. Mehrfach soll es ja. Und ich filter das mal nach der Kategorie Mitarbeiter. Zack. Das ist schon fertig. So, und jetzt gehen wir jetzt in den Essentials-Beitrag. Da war jetzt kein Mitarbeiter, habt ihr ja gesehen. Und fügen dem mal einen Mitarbeiter hinzu. Dann zeige ich euch, was damit möglich ist. Felder. So, ich nehme mal jetzt den Stefan. Ja. Komm, nehmen wir zwei. Und Daniel. Speichern und schließen. Auch das ist eine sehr geile Sache. Ich erzähle euch auch, warum. So, bam. Bam. Oh, kann ich das wegmachen, Leute? So, ich kann mich nicht sehen. Ja. So. Ich bin soweit. Zack. Zack. Klicken kannst du. Klicken kann ich. Sehr schnell. So, jetzt sage ich wieder Artikel. Ja. In dem Artikel sage ich wieder Quelle für mehrere Elemente und sage Mitarbeiter auswählen. Hatte ich ja angelegt gerade. Ja. So. Und jetzt sage ich dynamisch noch, hol bitte einmal den Titel ab. Komm, und das Bild, das musste reichen. Bild. So.
Zack. Okay. Warum macht das nicht? Hast du auch Daumentribut gemacht? Hä? Du bist auf Kategorie. Ah, okay. Haben wir zwei verschiedene oder was? Nee, wir haben ein eigenes Custom Feed gemacht, glaube ich. Ach, Bilddetails, okay. Sehe ich gerade. Zack. So, das soll auch reichen. Und ich zeige, was damit jetzt möglich ist. Warum sieht das so hässlich aus? Ja, guck dir mal, was du gebaut hast. Ah. Na, okay, da packe ich mal sowas rein. Hau das erste Grid einfach raus. Ja, warte. Welches ist denn das Richtige jetzt? Das hier, oder? Hm? Immer noch markiert ist. Nee, aber warum zeigt er es denn untereinander an? Naja, ich kapiere das gerade eh nicht, was hier... Ach, okay, so ist besser. Und dann machen wir noch was ganz klein. Hier eine Schönheit rein. So, Vorteil von sowas ist, ihr müsst euch vorstellen, ihr habt einen Kunden, der sagt, ich habe hier ganz viele Produkte und jedes meiner Produkte hat eigene Mitarbeiter, Support-Mitarbeiter oder sonst was. Ihr könntet rein theoretisch wieder eine Kategorie anlegen und sagen, in der Kategorie sind meine ganzen Mitarbeiter. Dann geht ihr in die Produktseite rein und sagt, in dem Beitrag, wie wir es gerade bei Essentials gemacht haben, zu dir gehört der Mitarbeiter XYZ, ja, und dann kannst du zum Beispiel halt das so machen, dass es dann da ausgegeben wird. Änderst du diesen Mitarbeiter in dieser Mitarbeiterkategorie im Beitrag, ändert sich das überall. Das heißt, du sparst dir dadurch ganz viel Klickerei und gibst eine Information maximal einmal ein und nicht überall immer wieder. Das ist ja auch ein Problem. Also es dynamisiert nochmal ganz viel. Du kannst tatsächlich auch zum Beispiel sagen, ich habe ein Produkt und verkaufe optional dazu noch irgendwie Wartung. Dann kannst du das dazu verknüpfen. Also solche Sachen sind damit möglich. Das war's. Jetzt darfst du machen, was du willst. Das ist viel Theorie gewesen, oder? Ja, ist okay. Ich erzähle ja Use Cases dazu. Okay, jetzt kommen wir zu den Showcases, oder? Ja. Jetzt kommen die Showcases. Genau. Was man damit alles so machen kann. Die Seite ist komplett mit Use-Theme gebaut und die ganzen Inhalte kommen zu 99% aus einer eigenen Komponente, die wir entwickelt haben. Komplett dynamisch. Das heißt, hier oben kann ich einen Standort auswählen. Wenn ich aus Düsseldorf zum Beispiel rausgehe, gehe dann auf die Ärzte. Geht gerade nicht, oder? Über die Über uns Seite. Hier unten haben wir irgendwo einen Standort, der kommt dynamisch, der hängt an dem Standort Düsseldorf dran. Überall, wo Düsseldorf drin vorkommt, kommt das genauso raus. Das kann gepflegt werden zentral. Die Ärzte, die diesem Beitrag zugeordnet sind, kommen hier raus. Wie gesagt, ändere ich ein. Ist der hier in den Ärzten natürlich geändert, auf der Seite geändert, überall. Die Operationen und Behandlungen legen wir tatsächlich nur einmal im System an. Und wenn man sich jetzt mal den Ausdruck hier so merkt, oder nehmen wir mal Behandlung, da sind jetzt irgendwie 30 Menüpunkte drin, und gehen jetzt mal auf Friedrichshafen. Ist das schon das neue Mega-Menü? Nee, das gab es da noch nicht. Und gehen jetzt hier mal auf Friedrichshafen drauf, dann sind jetzt im Standort Friedrichshafen nur anscheinend 6 oder 7, 5 Behandlungen zugeordnet. Die pflegen wir aber ein einziges Mal im Backend, sind aber über U7, das ist hier im Prinzip ein Template, jede Behandlung sieht gleich aus, aber halt auf Friedrichshafen gegebenenfalls abgestimmt. Das hier sind dann wieder Custom Fields, die in der Komponente drin sind und so weiter. Die Telefonnummer tauscht sich dynamisch aus. Wenn man da drüber geht, seht ihr das nicht. Da gibt es hier mal Wählen, geht auch nicht. Gehen wir mal beispielsweise hier auf das Kontakt drauf. Dann sehen wir jetzt, wir sind auf dem Kontaktformular von Friedrichshafen gelandet. Wenn ich hier drauf gehe auf Hamburg und klicke hier auf das Briefsymbol, dann sind wir jetzt auf Hamburg gelandet. Das heißt, auch dieses hier, diese Sidebar, füllt sich dynamisch, abhängig da, wo ich bin. Die Telefonnummer hier oben wird ausgetauscht dynamisch. Das ist ein einziges Mal gepflegt. Und das sind mittlerweile über 3000 Menüpunkte, die sich mit 100 Artikeln komplett selbst generieren. Und wenn ich jetzt sagen würde, dafür braucht man wahrscheinlich heutzutage mit dem Wissen nicht mal eine eigene Komponente. Mit USIM 3 nicht mehr, ne. Da wäre solche genau. Sachen hier oben. Also das, was die gemacht haben, die verstehen gar nicht mehr, was da los ist. Also die pflegen einfach sauber ein und das System macht's. Genau. Ja, ist auch toll. In der Corona-Zeit natürlich viele von diesen Verzeichnissen entstanden. Gehen wir mal hier drauf. Klassische Kategorieblock, der hier irgendwie Einträge ausgibt, die immer gleich aussehen. Das heißt, ich habe eine Detailansicht, die haben wir einmal angelegt. Die sieht so aus mit Karte wieder. Hier kommen so ein paar Zusatzfelder raus, Öffnungszeiten. Wenn ich das bei jedem Eintrag pflegen müsste, da sind jetzt irgendwie inzwischen auch schon ein paar hundert drin, wäre das unglaublich aufwendig. Mit USIM einmal ein Template angelegt und je nachdem, welche Felder im Backend gepflegt sind, kommen die da raus. Damit das so ein bisschen Self-Service-mäßig ist,
habe ich hier unten ein RS-Forms-Formular. Ja, kann jeder Betrieb bei uns in der Region auswählen. Wird ein Joomla-Beitrag automatisch angelegt. Gibt einen RS-Forms-to-Article-Plugin. Der schreibt, das heißt, auch direkt in die Custom-Fields rein. Du kannst definieren, das Feld geht in das Custom-Feld. Genau. Ist so eingestellt, dass das erstmal nicht published ist, sondern dann geht ein Redakteur wieder drüber, guckt, ob das passt, drückt einmal auf Publizieren und dann taucht er in die richtigen Kategorie hier automatisch auf. Solche Sachen. Ich finde, wir haben noch 10 Minuten und die nutzen wir jetzt ganz effektiv für eure Fragen, oder? Haut raus. Nichts? Ja. Ich habe mal, das war schon länger her, aber es gab ja schon einige Formulare. Gibt es noch kein richtig gutes Plugin, also selbstbestimmtes Plugin für Useam, wo ein gesamtes Formular mit drin ist? Doch, ist ja des Zuländers. Das hätte ja ein Formular drin. Okay. Es ist komplett integriert. Weil es hier RS-Forms genommen hat. Aber RS-Form ist echt gut, muss ich schon sagen. Aber eigentlich kann man es auch mit Plugin alles abnehmen. Mit Zuländers, ja. Nicht das, was. Nee, in Custom Fields reinschreiben und so? Nee. Nee, das glaube ich nicht. Das, also RS-Forms ist tatsächlich PDF-Generation und so, da geht ganz viel, aber das Zoolanders ist ganz gut für einfache Sachen. Also da kannst du super schicke Formulare bauen. Weil der auch eine Datenbank einfach macht. Ja. Und hier schreibst du ja wirklich in Custom Fields halt rein. Und auch wirklich nur die Daten, die da halt reingehören. Und daraus generiert sich ja im Prinzip, also hier diese unten die Suchbegriffe, jede Zeile ist dann automatisch. Und also wir machen da nichts dran. Selber, wir nehmen den nur, gucken den an, gehört der in die Region und publishen den. Und diese Aufzählungsgeschichte mit den Pfeilchen davor, das macht Useam komplett selber. Das ist einmal in ein Template angelegt. Und du musst mal erzählen, wie viele Erweiterungen die insgesamt verwenden. Also wahrscheinlich einmal Useam, einmal RS-Forms. Und Akiba. Und Akiba, das war's. Ja. Also durch Useam hast du echt, du hast einen App-Builder fast schon. Also wenn du ein bisschen programmieren kannst und so, dann wird's nochmal lustig, richtig lustig. Hier unten mit den Conditional-Geschichten oder gib nur Felder oder Elemente aus, die auch Sachen gefüllt haben, kannst du dann Useam einfach sagen, ganz kurz hier in dem Mitarbeiter. Du wolltest aber was fragen hinter mir, ne? Lass mal. Wenn du Stefan lässt, der macht jetzt durch. Ja, hier könntest du jetzt zum Beispiel sagen, wir machen mal ein Clear Radio. Könntest du hier sagen, unten bei dynamische Bedingungen, also wir sind jetzt gerade im Feld, in der Quelle, wo wir die Daten herkriegen, also aus dem Artikel ziehen wir uns ja hier die Daten und hier kannst du sagen, zum Beispiel, hol mir die Daten nur, wenn Titel gleich Ufuk. Einleitungswort nicht, sondern mach mal Titel, das ist einfacher. Das ist Unsinn. Wir wollen ja echte Cases haben. Wenn der Bild alt, ne? Also gerade für die Leute, die irgendwie SEO machen, wir müssen immer die Alt-Sachen bei den Bildern mitgepflegt werden. Und dann haben wir jetzt hier bei. Das ist bei V2. Geh mal auf V2. Nee, geh mal auf V1. Ich hab's ja kopiert, ich hab's doppelt gemacht. So, wenn der Stefan jetzt hier unten noch einen Alttext kriegt, dann wird doch nur der Stefan ausgegeben, wenn der nächste jetzt einen Alttext kriegt. Und da kannst du natürlich sehr einfach darauf abhängig machen, sind bestimmte Felder gefüllt oder nicht. Ja? Also, ein bisschen Eigenwerbung für mein Grillgewürz-Startup. Ja, hier werden nur Beiträge ausgegeben, wenn auch ein Einleitungsbild, weil sonst macht das keinen Sinn, nur eine Überschrift anzuzeigen. Ja, kannst aber schon alles vorbereiten. Was vielleicht noch so ein Highlight ist, was das hier ist ein Kategorieblock, der gibt einfach aus einer bestimmten Kategorie Artikel aus und dann gibt es einmal ein angelegtes Template für, ich glaube, hier müsste das drauf sein. Grundsätzlich nimmt er hier oben die Überschrift, dann schreibt er hier den Text raus, guckt, wie viele Bilder es dazu noch gibt, macht hier noch so ein bisschen Geschichten. Aber dann gibt es bestimmte Artikel in der Kategorie Grillblock, die mit Useam gebaut sind. Also nochmal oben drüber. Und das ist vielleicht ganz spannend. Du kannst trotzdem, ich glaube, das hier ist ein Rezept. Nee. Hier unten ist nochmal ein Rezept. Da kannst du einfach sagen, okay, dieses nimmt nicht das Template, sondern ich hau da nochmal mit dem Bilder komplett was Custom raus, aber die ganzen Inhalte kommen trotzdem wieder aus dem Artikel. Ja. Also das ist auch ein Beitrag in der Kategorie, aber als Rezept einfach angelegt. Also hat alles noch Core, Useam? Also das ist alles Core. Oder genau. Charles hier. Ist dann der Artikel, wo du den Bilder verwenden willst, in einer anderen Kategorie als das Template? Wie machst du das?
einfach sagen, ich möchte hier jetzt nochmal den Bilder verwenden. Du gehst in den Beitrag rein, da ist ja der Knopf Useme Pro, da ja. Kannst du dann rein und dann nochmal drüber. Also, wenn ich den Beitrag dann hier die Bilder explizit aktiviere, dann überschreibt er das Template, das ist ja eigentlich für die Kategorie. Genau, okay. Dann ist das wichtiger. Machen wir ganz. Du erzählst da hat kurz. Jemand eine Frage, aber. Ja, sag. Nee, aber er kann es ja erstmal kurz zeigen. Das ist wirklich ganz fix gemacht. Und das finde ich, was nochmal so ein. Grundsätzlich kann, keine Ahnung, der Kunde die Sachen da immer unten, gleich pflegen, sieht immer gleich aus. Unten links. Was? Dann hast du halt einen Artikel, der anders ausschaut, das ist der Grund. Oder du legst eine Vorlage an, die er dann reinladen kann für komplexere Layouts zum Beispiel. Ja, okay. Ja, oder hast zwei, drei einfach, die du als Vorlagen irgendwo hast. Ja. Also gehen wir in den Mitarbeiter rein, jetzt sind alle wieder da, haben alle einen Alttext. So, ich habe die ja vorhin verlinkt auf eine Detailansicht, das heißt, ich gehe jetzt mal hier auf den Stefan drauf. Dann kommt jetzt erstmal raus, wie der Beitrag im Backend quasi gepflegt ist, also nicht gestylt. Jetzt kann ich hier sagen, ja, ich möchte für alle Mitarbeiter eine Single-Ansicht haben. Die geht für die Kategorie Mitarbeiter, ist begrenzt auf Single-Artikel. Hau raus. Der Bilder ist jetzt aktiv. Nehmen einfach mal irgendwas aus den Vorlagen, damit es schnell geht. Person. So. Das spielt im Prinzip keine Rolle. Das Bild schmeißen wir raus, machen das dynamisch, holen uns von dem Artikel, den wir quasi laden, also die Detailansicht, holen wir uns jetzt hier die Note. Okay, machen wir nicht. Bild, TL. Sollte da eigentlich der Stefan kommen, passt. Und damit man es noch ein bisschen besser erkennt, holen wir uns hier oben die Headline auch noch dynamisch. Muss Benutzer definiert machen. Oder Artikel auswählen bei erweitert. Ja, das weißt du recht. So, Artikel. Das mit dem Essential, dass sich das so reinballert. Der ballert sich überall rein. Das ist schon krass. So, jetzt steht da irgendwie der Stefan. Passt. Ja, und wenn ich jetzt auf einen anderen Mitarbeiter drauf gehe, das heißt, ich gehe jetzt auf den Daniel drauf, sieht der Daniel genau. Das passt sogar super. So aus, ne? Also holen Sie den Daniel und den, das Bild. Ja, und jetzt kommt der Uwe irgendwie, weil der war ja der Chef. Ja, der sagt, nö, ich möchte das nicht. Dann gehst du hier auf den Bilder, sagst hier neues Layout und machst hier eine Headline rein. Der holt sich jetzt auch von dem Artikel. So, Note-Artikel, den Titel. Und da schreiben wir davor. Durch Essentials hat man übrigens viel mehr Geklicke. Also Useme Pro hat einen Klick weniger, weil bei Useme Pro Core siehst du sofort all deine Felder. Hier klickst du auf Note und dann, weil Essentials ist dann nochmal, hat dann nochmal viel mehr Optionen. Sonst ist es nicht so kompliziert. Du hast das vorher kopieren können, hätte er das neu machen können. Nee, wollte er ja nicht. Er wollte es ja ganz anders machen extra. Genau, das. So, holen wir jetzt noch das Bild dazu. Und das Bild. So. Also die sind alle drei in der gleichen Kategorie. Ja. Und auf Mitarbeiter habe ich jetzt den Stefan, der Source, ja, und der Chef, der immer eine Extrawurst macht, sieht halt so aus. Ja? Und das funktioniert halt mega gut. Du kannst einfach dem Kunden sagen, hau immer rein, ja, sieht immer alles gleich aus, einmal gemacht. Aber der eine soll anders sein, aber den will ich ja nicht in eine extra Kategorie packen, weil mit dem möchte ich ja vielleicht über Related Articles irgendwas Besonderes machen. Oder. Ja. Ja, geht damit super einfach. Ja, cool. Jetzt kurze Frage. Ich habe letzte Woche so ein Thema gehabt. Ich hab, damit ihr wisst, wer hier spricht. Das ist der. Das hat es doch gebraucht. Genau. Ich habe Referenzobjekte, mehrere Bilder in einem Subform, weil es zwei Felder hat. Und da beschreibe ich aber quasi nochmal das Referenzbild quasi. Jetzt möchte ich aber, dass auf bestimmten Unterseiten eben nur die Subform-Elemente gezeigt werden, wo meine Beschreibung mit irgendwas übereinstimmt. Also zum Beispiel, wir haben einen Referenzkunden, der bucht bei uns eine Logo-Entwicklung, die Website, und ich möchte quasi bei uns auf der Website-Unterseite quasi nur die Referenz zeigen. Das ginge, ja. Die Web-Referenz. Ich habe es auf Anhieb nicht hinbekommen. Also entweder über die Verschlagwortung, ne? Das hat die Leistung Logo blabliblub.
Und wenn du dann sagst, hier bei dem Menüpunkt, zeig mir bitte nur die Sachen an mit der Verschlagwortung Logo, ginge es. Dann ging es über dynamische Filter, was er gerade gezeigt hat. Ging das über Subforms? Also, weil... Ah, Subforms. Ja gut, da müsstest du ja im Subform... Weiter, quasi. Kannst du ja über Condition das machen in dem Subform. Ja genau, du müsstest im Subform sagen, ich habe noch ein Feld, wo ich definiere, was es ist. Ja. Und dann könntest du danach filtern. Und nur die anzeigen lassen, die Logo beinhalten als Wort. Über die Conditions von Tool, also über die Essentials müsste es gehen. Ja, ja, ginge. Das geht immer noch nicht wieder, okay. Ich hätte euch jetzt gerne noch was gezeigt. Ich hatte jetzt nicht so viel Zeit dafür, aber auf Anhieb hat es nicht geklappt. Ja, sonst anrufen und du kommen. Bist schon wieder mit deinem Zettel unterwegs, ne? Das ist, Ausgabe ist nur Uteam. Das ist eine eigene Komponente, das sind eigene Daten, also Data Sources, und du kannst die oben filtern, du kannst sonst irgendwelche Geschichten machen, du kannst in der nächsten Version, die jetzt rauskommt, die Sachen auf eine Merkliste, auf eine Compare-Liste, auf ein Anfrageformular packen, etc. Und diese ganzen Sachen, was auch super easy ist, kommen aus einem PIM-Core. Wir importieren das, glaube ich, jede Stunde einfach ins Backend rein, und die Ausgabe, also wenn man auf so eine Detailseite rausgeht, ja, das ist komplett mit hier unten Galerie und sonst irgendwelche Geschichten. Nur Uteam. Ja, ich glaube, ja. Bei den Filtern, da hatten wir irgendwie eine Möglichkeit noch gefehlt. Ich hatte so einen Terminkalender und wollte alle Termine, die neuer sind als heute, machen. Und da fehlt irgendwie die Möglichkeit, die Konstante quasi heute. Da gibt es ein Plugin. Wie heißt das? Kann ich dir später mal einen Link schicken? Um Alex Rebo oder. Ist vorbei, ja, oder? Ja, ich glaube, von ihm war es. Und dann gibt es so genau ein. Weil wir eigentlich. Schon lange drüber. In 2 Minuten. Okay. Ey Leute, wir sind ja nicht aus der Welt. Haut uns an. Und dann, wenn ihr noch Fragen habt, können wir das gleich 1:1 machen. Aber wir sind 2 Minuten drüber. Vielen Dank fürs Zuhören.